haben die ein Bad. Ich lasse euch mal ganz kurz alleine. Was? Okay. Und werde so in 20 Minuten wieder da sein. Das ist ja ganz, ganz kurz. Wieso kurz? 20 Minuten. Ja, du hast gesagt, du lässt es mal ganz kurz alleine und bist dann in 20 Minuten wieder da. Ja. Das, ich, ach, ich bin verwirrt. Oh, dieser Stun. So, da mein schönes neues Mikrofon leider keinen Mute-Button hat, wobei, Moment, das sollte ich doch eigentlich über das System machen können. Input Devices und was ist, hier ist das Mikrofon. Und weg ist er. Alles klar. Ich soll dir von Phil ausrichten, Night, für das Steak. Da muss ich mich aber auch anschließen. Ich hätte auch unglaublich gerne ein Steak gerade. So, da bin ich wieder. Oh, das waren aber schnelle 20 Minuten. Wie schon, ich lasse euch kurz allein und dann bin ich in 20 Minuten wieder da. Das war das kurz. Okay. Ach so. Nein, wir sind gerade. Ich wollte mich gerade bewegen und dann ist mir aufgefallen, oh, dein Bein ist ein bisschen eingeschlafen. Vielleicht solltest du damit jetzt nicht die Treppe runtergehen. Okay. Wäre vielleicht nicht so sinnvoll, das stimmt. Ja, deswegen dementsprechend, oh, während mein Bein gerade aufwacht und sich das total komisch anfühlt. Werde ich euch noch ein bisschen mit meiner beehren. Okay, es hört sich auch komisch an. Das Bein! Alter, uns darf jetzt gerade keiner im Stream zuhören. Phil? Ja? Das überlebst du das? Uiuiui. Ja, wir haben es gleich. Ah, es geht zurück. Es geht zurück. Oh, es kommt wieder. Es hört sich an, als wenn du in den Wehen bist. Ich übe schon mal die Atemtechnik, wenn es dann soweit ist. Genau das. Hey. Oh Gott, ist das gruselig. Lass das. Ein schönes blutiges Steak mit marinierten Kartoffeln und dazu schön Barbecue-Soße. Ordentlich englisches Steak. I need steak. Oh ja, das denke ich mir auch gerade. I need steak. La 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 la. I need steak. La 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 la. Das wird sein. Ach, da ist die Kohle, die ich gesehen hatte. Nein, im Jump hat er mich gefroren. Doch nicht. Im Jump hat er dich gefroren, hört sich auch sehr gut an. Ich bin mit Atrox hochgesprungen und genau dann hat Dingens hier Bart mich eingefroren. Gestunt meinst du? Der kann nicht einfrieren. Dieser mit seiner Ulti da, dieses, ne? So, ich denke, mein Bein ist wieder navigierfähig. Dementsprechend werde ich mich jetzt einer der Zellen begrasten Hähnchen, nee, Moment, Schafheiden verziehen. Was? Und bin dann gleich wieder bei euch. Okay. Ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt. Ich bin mir nur auch noch nicht so ganz sicher, was er außer ich bin kurz weg uns damit sagen wollte. Nichtsdestotrotz, erstmal dir entsprechend guten Hunger, Petschko. Ich bringe wieder ganz viel Kohle mit. Und auch Eisen. Und wie läuft's im Aram? Gut. Gut.
Wie war sonst so dein Tag? Warte noch schön irgendwie unterwegs oder? Ja. Ich war mit meinen Eltern nur so ein bisschen noch in der Stadt als normal einkaufen. Wir haben unsere Stühle abgeholt, weil wir haben die aus der Küche neu beziehen lassen. Okay. Dann waren wir kurz bei meiner Tante, wo wir dann morgen zum Kaffee eingeladen wurden direkt, was wir eigentlich vermeiden wollten. Aber dann haben wir sie halt getroffen, dann konnte man halt nicht mehr weggehen. Nicht? Und dann waren wir noch bei meinem Cousin, aber der war nicht da. Mein Vater wollte mit dem quatschen. Dann sind wir auch nach Hause und jetzt grillen wir gleich, weil noch eine Bekannte zu uns kommt. Das ist ja schön. So ungefähr. Nicht? Doch, bestimmt. Sagst du das so? Ach, einfach nur so. Was passt dir denn nicht? Ach, ich würde lieber mit dir hier grillen. So. Cool. Was Das hast du heute hätte Tag schon gemacht? was. Naja, ich war im Büro, dann bin ich nach Ich Hause weiß gekommen. Und dann habe ich rausgefunden, dass ich mich vertan hatte, weil der Termin, den ich hatte, ich hatte das so verstanden, dass er ab 18 Uhr Zeit hat. Dann hat sich aber herausgestellt, dass er nur bis 18 Uhr Zeit hat. Da ich aber ab nicht. 16 Uhr ja auch nochmal den Termin entsprechend hatte mit Nathalie, konnte ich dann auch nicht mehr. Und das hieß, ich komme aus dem Büro, bin dann sofort weiter zum Termin. Dann entsprechend weiter wegen Nathalie und ne? Also quasi sofort die ganze Zeit unterwegs gewesen. So, übrigens schreibt Batschko gerade, das finde ich auch gerade wieder sehr schön, was ihr noch sagen wollte zu dem Thema von vorhin. Wir sollten uns eigentlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit nehmt und euch die Mühe macht, die Sachen mit uns zu teilen und uns darin auch einbindet. Ja, wie gesagt, also ich denke mal, Das da glaube ich, kann ich wirklich für uns alle sprechen, wenn ich sage, wir machen das ja, weil wir mit euch zusammen Spaß haben wollen und unsere Freude natürlich an den Spielen auch gerne mit euch teilen. Von daher finde ich super, wenn es gefällt. Oder ich denke mal, finden wir alle super, wenn es allen gefällt. Und schauen wir einfach mal, was wir noch alles draus machen können. Das ist ja alles noch die Anfangsphase, kann man da sagen. Erstmal noch so ein bisschen reinkommen. Und sich alles entsprechend langsam entwickeln lassen. Geht's hier Wichtigste weiter? ist eh, finde ich, eine nette Community, sonst. Ja, das ist immer das A und O. Wenn die Community irgendwie doof ist, dann hast du aber auch irgendwo, dann fehlt so ein bisschen die Motivation. Und das ist ja das, was ich immer wieder betone. Unsere Community, finde ich persönlich, ist einfach richtig stark. Macht halt immer wieder Spaß mit euch. Was denn? Nichts. Bart hat einfach so ein Tor hier gemacht und mein Team ist die ganze Zeit im Kreis gelaufen, immer dadurch rein und raus, rein und raus, rein und raus. Sah lustig aus. Herr Bart halt, ne? Aber Troll nicht in unserem Champion Team, ab. das war aus dem Gegnerteam. So, weg mit dem Stein. Noch mehr Kohle. Oh, ich habe jetzt drei Stacks voll mit Kohle und einen Stack voll mit Eisen. Mal gucken, was ich noch so alles finde. Das ist echt eine richtig dicke Rohstoffhöhle hier. Da könnte es ja wirklich irgendwie vielleicht mal dann so Eisenblöcke könnten wir dann schmelzen, um dann daraus wirklich irgendwie was Tolles zu basteln oder so. Wie ist das eigentlich? Dein Projekt wird erstmal wirklich dann die Strandhütte dann wahrscheinlich sein, wa? Meins? Ja, genau. Ich werde das ausbauen. Ich werde da mehrere Hütten hinmachen. So kleinere auch. So. Denke ich. Also ich muss erstmal das eine fertig machen. Sag mal so, das ist ja das erste Mal, dass ich Minecraft spiele. Ich habe das ja vorher nie gespielt. Heißt, Das ich ist muss richtig. erstmal gucken, was überhaupt machbar ist. Das, was Phil zum Beispiel da gemacht hat, ich wusste gar nicht, dass das überhaupt so machbar ist, alles. Was meinst du jetzt genau? Naja, zum Beispiel das, was er bei uns bei der Brücke gemacht hat. Bei uns bei der Brücke. Bei dem Berg. Hat er den kompletten Berg mit Stein da?
Ach so, die Optik meinst du, ne? Ja, genau. Oder allgemein so Sachen, was man da alles machen kann. Muss halt erstmal die Idee haben, ne? Das ist natürlich richtig, klar. Aber das ist ja das Schöne an dem Spiel, du kriegst halt automatisch laufend Ideen während des Spiels, einfach nur dadurch, dass halt alles immer wieder interessant und neu und anders ist. Oder einfach die Landschaft dir dann auch immer wieder Ideen gibt, was du dann daraus basteln kannst. Und ich glaube, ich habe es schon geschafft. Niki baut Dubai nach. Jo, ist klar. Das ist schön. Ich bin mal echt gespannt, ob ich jetzt aus dieser Höhle rauskomme, weil ich das Gefühl habe, jetzt schon wieder lost zu sein. Hier geht's runter. Aber das habe ich gebaut, das weiß ich. Und hier habe ich hochgebaut. Das heißt, ich muss hier runter. Da ist auch der Zombie, den ich die ganze Zeit knurpsen höre. Jetzt ist er weg. Hier ist das Wasser. Das hatte ich vorhin auch schon gesehen. Ich höre immer noch Zombies. Hier unten war ich noch nicht so genau. Da geht's auch schön tief runter. Nee, hier kann es nicht weitergehen. Hier ist Licht, das heißt da oben. Ach, da ist eine Fackel, das heißt, da war ich schon mal. Dubai nachbauen, das, ja, das hört sich wirklich nach Arbeit an. Das in Anführungszeichen Schlimme, ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass es schon irgendjemand mal gemacht hat. Die Frage ist natürlich dann wirklich, ob er es gebaut hat oder ob er sich dann da einfach nur so ein Scan a Picture and Build it in Minecraft Generator genutzt hat. Weil das finde ich auch immer schade, weil ich finde es beeindruckend, wenn du Leute hast, die wirklich was zaubern, die wirklich aus Minecraft mit den Blöcken was zaubern. Und finde es nicht so geil, wenn du dann so Leute hast, die dann einfach sagen, ja, guck mal, was ich gebaut habe und dann einfach nur ein Programm genutzt haben, wo sie dann irgendwelche Bilder eingescannt haben. Gibt es ja zuhauf, kannst ja machen. Für die Baufaulen quasi. Heißt ja nicht, dass man das nicht machen oder nutzen kann, so in der Form, aber bitte rühmt euch doch nicht damit, wenn ihr sagt, ihr habt das selber gebaut und ihr habt nur ein Programm genutzt. Das finde ich immer so ein bisschen. Ja, das ist mies. Du kannst dich an was orientieren, aber halt trotzdem selber bauen, Naja, eben, genau. Vor allem ist es ja auch keine Schande zu sagen, hey, ich habe das mit einem Programm gemacht oder so. Aber halt dann so dreist zu behaupten, ja, das habe ich gebaut, das halte ich für nicht so sinnvoll. Und halt auch nicht richtig. Ist ja auch nicht weniger kreativ, nur weil man ein Programm nutzt. Wenn ich eine stressige Woche habe, dann werde ich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht immer die Zeit und Lust haben, irgendwas groß zu bauen. Ja, gut, fängt ja keiner zu bauen, ne? Ja, eben. So, hier unten ist wirklich nichts anderes außer Wasser. Schade, ist ja langweilig. 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 Finde es immer wieder geil in Höhlen, wenn du unterwegs bist und du hörst dann so voll laut Zombies. Wo du fragst im Sinne von, aha, mein Gehör funktioniert noch gut genug, dass ich es erkannt habe, wo es herkommt. Hey. Ich finde das Geräusch ein wenig gruselig. Hör auf damit. Dankeschön. Bonanza. Oh, meine Schuhe sind kaputt. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon. Das weiß ich nicht. Explosionsschutz und Dawn 2.
LOL! Nein! Oh Gott. Toll. Egal. Muss ich mir halt nochmal basteln. Ich habe gerade gesehen, dass bei meiner Diamantbrustplatte, ja, also Rüstung aus Diamanten, also das härteste und so weiter, dass da eine Null dran steht. Und ich dachte mir so, hä, wieso steht denn da Null dran? Klickt das Ding an, um es halt auszuwählen und ins Inventar zu packen, damit es nicht kaputt geht. Und was passiert? Du klickst es an, packst es an eine Seite und es verschwindet. Weil er dann bemerkt hat, oh, ich bin kaputt. Super sinnvoll. Scheiß auf die Wolle. Es ist eine große Höhle. Da hinten ist es auch ein bisschen heller. Liegt das daran, dass da draußen ist, oder? Jetzt habe ich bei Level 35 schon irgendwie so ein komisches Geklingsel gehabt. Wie, dein Steak ist weg? Ist es weggelaufen in deinen Magen? Hast du eben weggegessen? Ich habe es ihm heimlich weggegessen über die Internetleitung. Der hat es nur nicht bemerkt. Ich habe es Glaube digitalisiert ich und gegessen. sofort. Was glaubst du sofort? Dass du das weggegessen hast. Nein, das Steak ist weg. Phil ist wieder da. Das waren aber auch keine 20 Minuten. Bitte? Das waren aber auch keine 20 Minuten. Kein Was Vorwurf. denn? Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich jetzt auch nicht so genau, aber das waren keine 20 Minuten. Phil, Ja. ich hab mir gerade selber aus Versehen meine Diamantbrustplatte weggetrollt. Wie? Hast du sie in den Mülleimer geworfen? Nein, das nicht, aber da stand halt keine Lebensbalken mehr dran von der Diamantbrustplatte und eine Null dran. Eine Null. Ja, und da dachte ich mir so, was ist das denn? Klick das Ding an und will es halt einfach ins Inventar packen, weil ich bedenke, so im Sinne von, boah, bevor das jetzt kaputt geht, ne? Packst du es mal dahin, aber dadurch, dass ich es angehoben habe und irgendwo hingelegt habe, ist es verschwunden. Was? Weil er dann gemerkt hat, oh, es ist kaputt. Oh. Das klingt, als hättest du einen Bug gefunden. Ein bisschen. Du kannst stolz auf dich sein und dich Ja. ärgern. Ja, eher das, ne? Gibt's eigentlich sonst irgendwie was am 1.9er Patch, was für uns vielleicht irgendwie interessant ist, wegen Bauten oder ähnliches? Ich habe die Patchlogs nur ganz grob überflogen bislang. Ist ja auch noch alles nicht final, ne? Deswegen wächst er jetzt mit den Snapshots, denke ich mal. Aber das war das früher so. Aber bislang sah das jetzt alles nicht so sonderlich toll aus. Wobei ich auch nur überflogen habe. Ich weiß gar nicht mehr, was drin steht. Du fragst den Falschen. Okay, kann mir jemand vielleicht aus dem Chat einfach einen Quick Rundown geben, was es alles mit dem 1.9er Patch geben wird, außer halt dem PvP-Update? Das mit dem Null ist ein Glitch, du hättest mit einem Trick unendlich oft nachmachen können. Diese Info ist super nice, kommt aber leider einen Meter zu spät. Ach, weißt du was? Ich gehe einfach mal kurz auf die Minecraft-Wiki und gucke mir die Patch Notes durch. Das ist ja unglaublich schön. Wieso liegt der Erfahrungspunkt? Nicht, dass ich mich beschweren will. Dunkle Ecke. Tatsächlich. Was denn? 1531C. Gab schon direkt zwei Bugfix-Patches für den ersten Snapshot. Auch gut. Was ist denn da alles Neues drin? Ich gucke mir direkt das an und jetzt nicht so den Changelog. So. Ach ja, genau. Dual-Wielding, Statuseffekte, Levitation und Glowing. Ach, Glowing ist das mit den Pfeilen. Levitation. Schulka-Projectiles. Was ist denn Schulka? Ach, Schulka scheint ein neues Mob zu sein. In End-Cities. Oh, ich glaube, das End wird ein bisschen aufgebohrt, wenn ich da gerade End-Cities höre. Okay. Oh, ich verprügle ihn mit einer Schaufel und ich wundere mich, warum das so lange dauert. Stirb! Okay. Ja, das End wird ein bisschen aufgebohrt. Okay. Da du das bisschen so betonst, gehe ich mal stark von der. Choros Flower, was ist das denn? Ach, irgendwas, was im End wächst, okay.
Dragonhead? Ja gut, okay. Bin gleich Oh, den wieder kann man sich dran. aufsetzen. Da gehört? Jo. Endrot. Okay. Ist das sowas wie der Na, Blaze Rod? oh, das sind Lampen. Das sind Lampen. Die leuchten. Und das sieht aus wie eine total futuristische Lampe. Okay. Endstone Brick gibt es jetzt scheinbar auch. Okay. Ach ja, ach, das finde ich schön. Es gibt jetzt bald offiziell einen Grasweg. Das heißt, ein Grasblock, der ein bisschen niedriger ist und ein bisschen brauner. Also halt wie so ein genutzter Road, ein Trampelpfad. Genau. Allerdings noch mit Gras überdeckt. Du kannst ja jetzt schon Dirt produzieren, das niemals mit Gras bedeckt wird. Ja, das ist im Grunde auf derselben Höhe und das war komplett ohne Gras und das ist auch so ein bisschen halt eingedrückt. Und es gibt einen Purpurblock. Ah, der ist in Purpur gehalten. Und es gibt einen Purpurpillar. Das ist im Grunde der Purpurblock. Allerdings sieht er halt aus wie so ein. Oh, und das gibt's auch Slab oder Stairs. Structure Block. Ah, das ist irgendwas Technisches. Oh. Items, Arrows, Beetroot. Gibt es bald in Villages scheinbar. Da ich jetzt Weed jetzt nicht unbedingt als Beet. was. Ah, Beet, okay. Danke. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob ich mich vielleicht da gerade verhört habe. Ist irgendwas Neues im Anpflanzen scheinbar. Ach, rote Beete ist das. Daraus kann man Suppe Ah. bauen. Bosch. Ach, und diese komischen Choros-Dinger, die im End wachsen, machen wohl auch irgendetwas. Oh, das teleportiert den Player, wenn er es ist. Lol, geil. Wohin? Einfach random oder was? Moment. Ja, random. Genauso wie der Enderman. Also jetzt nicht irgendwie unendlich weit, aber irgendwie so, wie sich die Endermans teleportieren. Das ist ja cool. End Gateway Portal. Batchcrew, das musst du mir mal genauer erklären, wie das funktioniert. Bleach cures cancer 1738. I'm able to speak English, but you have to be polite to get me to speak English. So if you don't behave, I'm not going to speak English for you. Der Ender Dragon kann in der 1.9er Version auch respawnen, sehe ich gerade. Oder lese ich gerade, schreibt Batchku gerade. Ich war noch nie im End, deswegen geht mir das ehrlich gesagt ein bisschen am Hintern vorbei. Ich war auch noch nicht im End, aber ich will halt Aber scheinbar unbedingt gibt es da hin. jetzt bald Gründe, dahin zu gehen. Also insofern, ne? Ja, wir haben jede Menge Augen, oder noch nicht Augen, aber wir haben jede Menge Potenzial, Augen zu bauen, um so einen Fortress zu finden, ne? Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wäre ich, wie gesagt, sofort dabei. So, Zucker kann ich hier hinpacken. Ich habe noch ein paar Enderperlen, die bringe ich gleich mal vorbei. Wieder dann. Webi. Wieso hast du das so traurig gesagt? Bin nicht drauf. Du hörst dich aber traurig an. Oh, das Inventar wurde wohl umstrukturiert, also das UI dafür. Okay. Weil man halt da jetzt zwei Hände hat. Das haben wir ja im aktuellen nicht. Das wird eine Umgewöhnung. Ach, und die Statuseffekte, also wie Source und Vergiften und so weiter, das finde ich gut, wird ab sofort auch im Main GUI dargestellt und nicht mehr nur im Inventar. Das ist Was natürlich ja sehr auch praktisch. sinnvoll ist, ja. Oh, es gibt Waffenständer. Die finde ich natürlich schön zur Deko. Ja, Rüstungsständer gibt es ja scheinbar schon. Oh, wirklich? Ja, Simon Oh. hat welche bei sich stehen. Deswegen, ich war auch Oh. voll verwirrt. Mal davon abgesehen, dass es erst im ersten Moment total creepy aussah, weil ich es halt nicht kannte. Trapdoors wurden wohl irgendwie umgebaut. Das ist Ja, auch Chef. interessant. Ja. Wenn ich beim TS auf meinen Namen draufgehe, hab ich eine polnische Flagge da. Ja, weil du aus Polen halt entsprechend Ich gerade. weiß, das ist lustig.
Bleach cures cancer. We're just discussing what the new 1.9 patch will bring to Minecraft to see if there's anything of interest for us in it. And so far, it seems pretty interesting to see what will come to us with the next patch when it's final or stable or however it's called. So. So. Oh, es gibt auch Heftlanded Mobs jetzt bald. Haben für 5% Chance. Was für Mobs Heft landet? Left-handed, Linkshänder. Zum Beispiel die Schweine im Nether, die tragen ja Schwerter mit sich. Das heißt, wir haben eine 5% Chance, ein Linksschwein zu kriegen. Lol. Übrigens, das Wasser von deinem bei deinem Burggraben, das geht einfach mal in eine ziemlich tiefe Höhle rein, oder? Nein, Phil, Weiß, ich habe keinen Burggraben. nein, nicht Burggraben, aber bei dem, wo der Zuckerrohr angebaut wird. Achso, ja, das ist vollkommen richtig. Guten Abend, das Urschaf. Mäh. Mäh. Oh Gott. Was? Ich bin aber aus dem Schafpelz. Mäh. Mäh. Was? Ich wollte nur mal deinen Namen sagen. Ich weiß, er ist so schön. Haben wir ja gerade festgestellt. Ah! So, jetzt kriegt er wieder. Na, kriegt er es wieder. Achso. Jetzt höre ich einen Namen. Nicht neue Rezepte? Komm, lerne neue Rezepte. Lerne es. So, falls ich es jetzt gerade noch nicht gesagt hatte, weil ich es jetzt schon echt wieder vergessen habe. Hi, Schaf. Nee, das hast du schon geschafft. Wie gesagt, Okay. daraufhin habe ich runtergeguckt, gesehen, oh ja, tatsächlich, das Urschaf ist da und dann habe ich angefangen zu mähen. Stimmt. Du hast vollkommen recht. Jetzt weiß ich wieder, warum ich hochgegangen war. Ich brauchte neue Spitzhacke. Makes sense. Ah, das Schaf spielt auch gerade Minecraft. Sehr gut und vorbildlich. Hast du gehört? Der Phil sagt, das ist vorbildlich. Ich bin gerade dabei, wieso bepflanzt denn der Fischer das Feld? Weil das im Grunde jeder kann. Wobei, nee, hä? Eigentlich nicht. Was? Weil der Fischer steht hier gerade, haut die Pflanzen, die Karotten zu Klump und pflanzt dann neu ein. Das Schöne ist natürlich, dass sie jetzt selbst das Feld bestellen, verpflegen die sich auch praktisch selbst mit Lebensmitteln und damit sind sie automatisch immer willig. Lol. Sie sind immer willig. Ich finde schön, dass die beiden da hinten trotzdem immer noch wehleidig aufs Feld gucken, sehe ich gerade. Jetzt guckt der eine wehleidig auf den anderen. Und jetzt guckt der wieder wehleidig aufs Feld. Was denn los bei euch? Aber ich finde es sehr schön, dass die sich merken, was die da rausgerupft haben und nur das einpflanzen, was sie da auch rausgerupft haben. Es ist ein Pfeilemacher, ja. Was am Wochenende? Wie jetzt dieses Wochenende oder was? Naja, nicht jetzt, das wir haben, sondern nächstes Wochenende. Nicht, dass ich wüsste, nee. Ich bin jetzt aber auch gerade nicht sicher, was für ein Datum das ist dann. Zehnte. Gar nicht wahr. Siebte. Achte. Ich bleib mal bei, ich weiß es nicht, glaube aber eigentlich nicht. Dann wirst du jetzt wahrscheinlich was vorhaben, wenn dich deine Freundin so fragt. Nein. Ich wollte nur wissen, ob da irgendwas ist. Oder ob einfach nur ein chilliges Wochenende haben. Ich weiß ja nicht. Also wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, dass was ansteht. Sagen wir es mal so. Auf der PlayStation macht die das nicht. Die Konsolenversion ist eh mega abgespeckt. Ja, aber ich spiele Minecraft ja auch nicht auf der Konsole. Das mache ich doch nicht. Und Batchco, alles klar, dann weiß ich da schon mal Bescheid. Danke dir trotzdem schon mal für die Info. Ich habe Level 35. Mann! Will ich auch haben.
Boah, wie langsam der Kohle produziert. Also wenn du Kohlesteine in Kohle, also in Hochofen packst. Was? Also ich habe ja hier Silk Touch auf der Dia-Axt. Und deswegen nimmt er ja die Kohle nicht als Kohlebröckchen, sondern halt als den kompletten Block. Und deswegen musst du das nochmal dann in den Ofen schmeißen. Also ich weiß nicht, ob es auch anders geht, aber... Jawohl, ich hätte den Block einfach platziert und dann eine Axt genommen, die kein Silk-Touch drauf hat. Ja, ist möglich. Ich brate das einfach im Ofen. Das geht, ohne dass da im Grunde das alles wieder kaputt geht. Das geht genauso wie Eisen. Also du legst es rein, kriegst dann die Kohlebrocken raus und kriegst Aber ich dann meine, dafür Erfahrung. da musst du ja Kohle investieren, um Kohle zu machen. Ja, das ist schon ziemlich doof. Da hast du vollkommen recht. So, also ich habe übrigens Prismarin, Goldblöcke, 6 Stück, dunkler Prismarin, Prismarinziegel und nassen Schwamm. Prismarinkristalle und Prismarinscherben. Wunderschön. Keine Ahnung, ob das für irgendwas wichtig ist, Phil. Deswegen sage ich das, bevor du jetzt fragst, so, ja und? Ich habe nicht zugehört. Ah! Ich habe Prismarin. Prismarin in Dunkel, Prismarinziegel, Prismarinkristalle und Scherben und nassen Schwamm und Goldblöcke. Weil sowas findest du dann mal eben da unten in diesen Wassertempeln. Okay, Pristerin sagt mir gar nichts. Das klingt so ein bisschen wie ein Medikament. Prismarin halt, ne? Kann ich aus Stein keine... Steinziegel. Ja, ich will aber eigentlich hier so einen Hochofen basteln. Dafür brauchst du Cobblestone. Das geht auch wirklich nur mit Cobblestone, ne? Geht nur mit Cobblestone. Na egal, das krieg ich hin. Cobblestone. Du müsstest dir einen besseren PC holen, Schäfchen. Ja, das. Muss ich auch. Ich wollte sagen, da bist du nicht die einzige Person. Das Pfötchen braucht das auch. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Die Prismarinscherben kannst du Prismarin herstellen, soweit ich weiß. Was ist das? Okay, ich weiß jetzt auch nicht, was Prismarin ist, aber das ist schon mal eine gute Info. Und Batchko sagt, ich fände das richtig cool, wenn Minecraft in späteren Update mal Strom ins Spiel einfügen würde, womit du elektrische Maschinen betreiben könntest, die effizienter sind als normale Öfen. Das Das wäre geht best. doch. Nee. Das, was Filter macht, Ja, aber das ist kein ja. Strom und das ist ja kein Ofen. Du kannst ja damit nicht schneller etwas backen, beispielsweise. Ja, gut. Darum geht es ja so in der Form. So, aber ich baue jetzt gerade einfach noch mehr Hochöfen, damit ich einfach in vierfacher Geschwindigkeit das bauen kann. Wird wahrscheinlich bald die Backmaschine aus meiner Steinmaschine auch noch separat irgendwo hinbauen. Damit man einfach nur Zeugs in die Kiste werfen muss und das wird dann alles automatisch parallel gebacken. Das wäre auf jeden Fall sehr cool, ja. So, ich habe ein Werkzeug schon. Ja, schon 8 Backmaschinen, also nicht Backmaschinen, sondern so Öfen. Schäfchen schreibt es aber auch gerade, es gibt ja sowas im Prinzip schon per Redstone. Ja, in Redstone ist halt entsprechend eher so maschinelle Schaltung, nicht so Das ist ja das, was ich direkt. auch gerade meinte, was ich dachte, das wäre das, könnte man auch damit vergleichen. Nicht so Darkest direkt, ne? Window. Immer ruhig, immer geschmeidig. Was? So,
So. 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 So